So, liebe Eisenbahnfreunde, wir sind in dem letzten Etappenziel. Wir sind in Mainz und wir fahren weiter nach Frankfurt. Das wird der letzte Halt sein mit unserer Lok Nummer 1. Da gibt es Lokwechsel und geht dann weiter mit der anderen Lok. Welche das ist, weiß ich noch nicht, werden wir dann sehen. Und die Fahrt wird plus minus eine halbe Stunde dauern. Und ich hoffe mal, es geht alles gut dabei. Ich habe die Lok soweit vorbereitet und wir dürfen auch gleich mal losfahren. Ich würde sagen, wir gehen mal raus aus dem Pausemenü und dann wird es gleich laut. Ja, kennst du ja schon. Wollen die anderen zwei Episoden. Zylinderhähne sind offen. Leute steigen ein, also wir stehen schon ein bisschen länger. Mal hier drin die Fenster zumachen. Und ja, ist eigentlich schon zu. Ich hab's Gefühl, es ist wieder lauter wie vorher. Naja. Schauen wir uns jetzt da noch an Ansagen kommen wird. Neben uns hat noch eine S-Bahn angehalten. Nach Hanau. Und okay, wieder. Last Ritt von da. Afritzingal HPE. Abfahrt. Und Abfahrt, wie er schon so sagt. Absolut normal, was da mit der S-Bahn gerade passiert ist. Mächtige, wunderbar schöne Lokomotive. Das Binderhähne machen wir mal zu. Das war jetzt gerade mit 10, ne? Ja. Und dann geht's auch schon rein in den allerersten Tunnel. Schmack ist. Oh, das sieht so cool aus. Achso, da steht es auch schon. 15.30 Uhr geplante Ankunftszeit. Das plus minus eine halbe Stunde. Ich könnte mir noch denken, dass wir mit einer V200 weitermachen. Also ich könnte nachschauen, aber ich will nicht, ich will mich selber überraschen lassen. Aber da gibt es auf alle Fälle den ersten Wechsel. Instrumentenbeleuchtung. Könnte man eigentlich mal anmachen, ne? Wobei Instrumentenbeleuchtung ist einfach nur das Licht hier oben. Das erinnert mich an ein Video auf YouTube. Das ist so ein Motorradfahrer vor einem Bahnübergang, der gerade an einen Tunnel angrenzt. Und da kommt erstmal eine Dampflok raus mit ein paar Wagen hinterher. Und so wie die vorbei sind, bleiben aber alle nochmal stehen, weil sich halt hinter der Dampflok einfach so diese mega Rauchbahn entwickelt hat. Es dauert so 2-3 Minuten, bis sie dann wieder freie Sicht haben und dann fahren die erst los. Das sieht so cool aus. Ich glaube, das war irgendwo in der Schweiz. Bin mir aber nicht sicher.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Fahrgäste, ich hatte Ihnen ja zugesagt, Ihnen das Gala-Menü von heute Abend noch einmal kurz vorzustellen. Hier ist es. Erster Gang Vorspeise Austern. Zweiter Gang Kraftbrühe Olga mit Sahne aus Gerstenkorn. Dritter Gang pochierter Lachs mit Sauce M an Salatgurke. Beim vierten Gang können Sie auswählen Filet Mignon Lilly oder Hähnchenbrust Lyonnaise oder ein Gemüsefleischauflauf. Beim fünften Gang können Sie auch wieder wählen, nämlich Lamm an Minzesoße oder Entenbraten an Apfelsoße, Rinderlende mit Butterkartoffeln und dazu wahlweise Erbsen, Karottencreme, Dampfreis, Kartoffelpüree und Pellkartoffeln. Der sechste Gang ist Punsch Romania. Zum siebten Gang gibt es Perlhuhn mit Brunnenkresse. Als achten Gang servieren wir kalten Spargel Vinaigrette. Der neunte Gang ist eine Gänseleberpastete an Sellerie. Und zum zehnten Gang können Sie wieder wählen Pudding Waldorf, Pfirsich in Gelee Chartreuse, Schokolade und Vanille-Eclairs und französische Eiscreme. Dazu servieren wir natürlich erlesene Weine aus dem Rheingau und selbstverständlich auch nicht alkoholische Getränke. Wer unbedingt ein Bier haben möchte, kann selbstverständlich auch ein Bier ordern. Ich wünsche Ihnen für heute Abend schon einmal guten Appetit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Moment mal, warum sagst du das so? Unbedingt ein Bier? Ein Bier kann echt gut sein, vor allem Craft Beer. Was ist denn das für eine Aussage? Aber das Menü an sich klingt ja mal mega geil. Oh, da kriege ich Hunger. Ich glaube, danach muss ich mal irgendwie was zum Essen machen, was gut ist. Wird aber nicht so gut werden wie hier drin. Also ich glaube, ich werde mal vielleicht Frikadellen machen. Oh, nicht auf die Lokführer kriegen dann was. Das ist ja voll gemein, was die da hinten kriegen. Mann! Oh, gehen wir mal hier runter mit der Leistung. Rein Cargo unterwegs. Ja, ich werde es wieder wie in der Episode davor machen. Ich werde ein bisschen weniger quatschen und ein bisschen mehr genießen. Also die Woche kommt eine Woche später raus, nach Plan, als wir bei der ersten Woche angekündigt haben. Und ja, dann mal gucken, wie das bei euch so angekommen ist. Und dann mache ich erstmal auch noch einen Stopp. Also die ganze Rheingold-Serie bis jetzt habe ich hintereinander aufgenommen. Und dann switche ich gerade wieder zum anderen Spiel, beziehungsweise Livestream, und mache dann da wieder weiter. Aber es macht so Bock, hier den Rheingold zu fahren. Vor allem ist eine ganz gute Opportunity, hier die Strecken mal zu sehen. Da wollen wir den Blauer hier ausmachen. Oh, krass. Ja gut, also, ich klinke mich mal aus. Ich komme dann später wieder.
Für dich keine Coca-Cola-Werbung? Die Anspielung ist einfach super. Oh, holt's Handy raus? Nee, doch nicht. Es könnte doch ein ganz schöner Shot werden hier. Also die Ludmilla kommt aber noch oft vor hier. Aber ich glaube, das war schon wieder ohne Ton hier. Thank you.
Ich habe so das komische Gefühl, dass die Anzeigen hier gar nicht reagieren. Das ist nur so ein Gefühl. Also die geht garantiert nicht, aber die anderen bin ich mir nicht sicher. Muss man beobachten. Spätestens beim Bremsen sollte man da irgendwie eine Reaktion sehen. Gut, da haben wir unsere Antwort. Es funktioniert. Okay, also die Bremsung war dezent aggressiv. Tut mir leid. Aber ich glaube, wir müssen hier anhalten. Ja, müssen wir. Aber die Bremsen von der sind halt echt mega giftig. Ja, vermutlich immer da vorne wieder eine Kreuzung. Ein ICE. Ja, war natürlich klar, dass der Vorrang hat. Können wir uns erstmal wieder auffrischen. Sogar echt gut kalten. Okay. Ja, liebe Leute, ihr dürft leider nicht einsteigen. Um 15:28 wird der nächste hier kommen. Mal schauen, ob wir den sehen. Frankfurt am Main Stadion. Selten, dass hier mein Rheingold hält. Zwangshalt halt. Wo ist das Stadion eigentlich? Weil. Das da hinten? Ist das das Stadion? Okay. Und noch ein Intercity Express. Servus, Kollegi. Deswegen, alles klar. Ja, gute Fahrt, wo auch immer es hingeht. So, da, und wir dürfen jetzt auch fahren. Dann bis wir mal. Da kommt der andere S-Bahn, aber nicht die, die wir da gesehen haben. Ah, das hat schon Flair, dass hier die Zugzielanzeiger halbwegs richtig sind.
Bildschirm äußern könnte, macht es den Übergang irgendwie schöner zwischen den einzelnen Stufen. Das wäre noch nett. Ansonsten, gutes Soundmodell. Fünf Kilometer bis nach Frankfurt. So wie es aussieht, sind wir dann vermutlich Gott on time. Wenn ich bremsen kenne, wird es dann 15:30 auf Point sein. Ja, sobald wir wieder Diesellok dran haben, beziehungsweise verehrte Reisende, in Kürze erreichen wir das Ziel unserer heutigen Etappe, nämlich Frankfurt Hauptbahnhof. Wie bereits erwähnt, stehen für uns Busse bereit, die uns ins Hotel bringen. Achten Sie bitte darauf, dass Sie in den Bus einsteigen, der mit Ihrer Wagennummer identisch ist. Das Gepäck aus dem Gepäckwagen wird von uns zum Hotel transportiert. Ihre persönlichen Reiseutensilien nehmen Sie bitte mit aus dem Zug. Der wird zwar heute Nacht bewacht, aber man weiß ja nie. So, und jetzt? Danke für Ihre Aufmerksamkeit und viel Vergnügen heute Abend. Okay, noch ein ganz großer Aufwand. Und Gott überrascht, dass der Zug überwacht wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es eher um das Interieur des Zuges geht, als wie die Sachen, was die Leute da mitnehmen. Aber ja. Ja, so kommen dann die Kosten für so eine Zugfahrt zusammen. Für die ganzen Extras etc. Muss ja halt schon wert sein. Also mir wäre es wert, wenn die Reise entsprechend gut ist. Okay. Ich bleib mal hier drin. Noch bis nach Frankfurt HBF. Letztes Mal hier mal ein bisschen Dampf machen. Oh, da stehen aber ein paar Intercities da. Na, vergesst, was ich gesagt habe. Gibt's hier einen schönen Ja, okay. Ist. Ja, Durchschnitt. Von der Seite wäre irgendwie schöner gewesen. Was sie da an Gleisablagen haben. So, und was hast du für mich? 40. Kannst du haben. Der dann auf die 50? Was war ja nur 40 angekündigt? Ja, Entschuldigung, das habe ich noch anlassen. Was habt ihr mal eine Tafel mit 50? Okay. Moin, Internetkollege. Oder Hamsterbacke, wie auch immer.
So, und da vorne ist dann der 40. Oh, und nach dir. Nach dir habe ich so lange gesucht, dass ich dich finde, weil du als Missing gelten hast, als ich das Szenario gestartet habe. Aber du stehst hier auch nur rum. Na, oh, dann macht er gar nichts. So, gelb, ja, ist klar. Ist aber nicht viel los hier. Ja gut, da stehen ein paar. Jetzt mal kurz gucken, wir müssen dann abkoppeln, sprich, wir dürfen, glaube ich, nicht ganz nach vorfahren. Keine Ahnung, wie das jetzt gleich werden wird. Oh, der ist kürzer als gedacht. Ja, schon klar, warum die uns hier rausschicken. Wenn man ja nicht die Halle hier volldampft. Okay, schauen wir kurz nach hinten. Ja, ist drin. Lass mal die Leute mal aussteigen. Aber da gehen die Türen gar nicht auf. Bitte nicht einchecken. Aus Köln. Frankfurt, mein Hauptbahnhof. Einsteigen. Auf den Endzug. Jetzt weiter nach Gera. Hä? Aber geht's denn jetzt weiter? Schrochbauer von Frankfurt Main. Ah, okay. Jetzt erst zum Siding hinfahren. Alles klar. Ja gut, dann können wir hier schon mal die Lichter wechseln. Und gehen nach hinten. Warte mal. Freigabe hätten wir schon mal. Ich bin ganz gleich wieder da. Einen Moment. So, da bin ich auch wieder da. Und ja, die Hintergrund Ambience hat auch gerade aufgehört. Das war so ein Sample, was der Ersteller für das Szenario aufgenommen hat. Also nicht wundern. So, und fahren wir zurück nach der Abstellung. Da ist das Ende von der Werktag. Und das können wir dann berieten mit 2 oder 3 Biertjes. Hä? Ich verstehe es nicht ganz, aber ich glaube, das hat geheißen, es ist irgendwie Ende des Werktags und dann gönnen wir uns ein paar Bier. So klang es zumindest. Und wow, das war gerade spot on, wo ich in die Pause gegangen bin. Mal kontrollieren. Show Task. Oh shit. Das wäre noch ganz gut gewesen zu sagen, dass die Weichen nicht richtig sind. Danke für den Hinweis. Ist das, was da getriggert wird? Es ist nicht die PZB. Tiefer sowieso nicht. Na gut, ab in die Abstellung. Und ich sehe schon, das nächste Mal wird sein, den Zug da wieder rauszuholen. Und dann mit der E-Lok ankuppeln und weiterfahren. Irgendwie so.
eine Moment, ne, wo wir den Zug gewechselt haben. Das war schräg. Ich weiß nicht, ob das ein Hidden Feature ist. Ich kenne da 3D-Zug-Szenario, wo das gewollt ist, dass man das macht. Aber sonst ist mir das noch nie passiert zwischendrin. Da ist der Kollege von vorhin. Moin. Ah, ein bisschen geht da noch. Ja, ich glaube, so ist gut. Was macht der Dampflok? Ja, da haben wir noch Spielraum. Also. Die ganze Geschmiss hier abkoppeln. Ja, erstmal die Handbremse anziehen. Mal gemacht. Siding 172. Ja, da sind wir ja. Gut, also die Dampflok wird erstmal den ganzen Weg wieder zurückfahren, bis wieder in den Niederlande. Gehe ich mal von davon aus. Oder wird hier geparkt, bis der ganze Rheingold wieder retour kommt. Und das war's. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Das war's. Und, ich bin schon sehr gespannt, was die nächste Lok sein wird. Also, bis dahin. Tschüss.